Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mass Effect 3. Wir müssen mit. Genau. Shepard, was verschafft mir die Ehre? Reden wir über die Freilassung von Jonas Sedaris. Sie auch? Jemand hat den Rat dazu gebracht, sie freizulassen. Ich verzögere das gerade. Was haben Sie damit zu tun? Das ist geheim. Sagen Sie doch gleich, dass es mich nichts angeht. Ich lasse diese Psychopathin jedenfalls nicht frei. Sie ist instabil und ganz klar eine Bedrohung. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch nicht weiß, ob das wirklich allzu lustig ist, da jetzt irgendwelche Verbrecher anzuheuern. Ich weiß es auch nicht. Warum halten Sie sie für verrückt? Sie war eine üble Sadistin, bis sie ergriffen wurde. Die Haft hat sie völlig wahnsinnig gemacht. Vielleicht hilft ihr die Freiheit. Sie wütet rund um die Uhr, Shepard, und verlangt den Tod aller Feinde von Eclipse. Nein, in Freiheit würde sie töten, sonst nichts. Ich will zu ihr und das selbst beurteilen. Klar, Sie geben mir bestimmt recht. Vielleicht hört dann der Rat auf Sie und setzt den Befehl aus. Mein Assistent im C-Sicherheit-Bezirksaußenposten stellt den Kontakt zu Sedaris her. Danach melden Sie sich wieder. Okay. Was? Bezirksaußen was? Ja, okay. Alles wird gut. Ja, wie gesagt, ich weiß auch noch nicht so genau, ob... ja, ich rede gleich mit ihm. Konnte ich das eben auch schon machen? Militärische Amnesie für Normandie-Techniker. Willkommen. Black Widow. Kann ich mir die kaufen? Nee, die kann ich mir nicht kaufen. Wie ärgerlich. Was ist denn hier? Die Cerberus gearbeitet haben, Daniels und Connelly haben sich friedlich ergeben, bevor die Normandie vor der Allianz rekrutiert wurde und beharren darauf, sie hätten lediglich die Kollektoren und die Reaper bekämpfen wollen und unterhielten sonst keine Verbindung zu der Terrororganisation Inspector. Befehl könnte Daniels... Ah, okay... Ja, ich weiß leider gerade überhaupt nicht, wer das ist. Arianische Flotte, die Information deutet darauf hin, dass die... Gucken einfach mal, was passiert. Nee, Schießanlage will ich jetzt eigentlich nicht. Okay. Shepard, Sie sind sicher wegen Major Alenko hier. Es war in den Nachrichten. Wie kam Kaidan vom Krankenbett zum Spectre? Tut mir leid, dass Sie das so unpersönlich erfahren mussten. Der Rat braucht dringend loyale Agenten. Alenko gehört zu den ersten von vielen. Höchste Zeit, dass Kaidans Talente endlich anerkannt werden. Ja, ein Biotiker, Kriegsveteran ohne PTSS. Mit Führungsqualitäten. Und außerdem ist er nicht käuflich. Ich werde gut auf ihn achten. Keine Sorge. Die Zeit, ständig dieser Druck durch die Termine. Wäre das dann alles? Ich hätte ihn gerne. Kann ich nicht drauf eingehen, ne? Was Neues von der Erde? Ich weiß nur, was Anderson gesagt hat. Es kommen ständig Meldungen. Alle schlecht. Die Reaper zerstören Satelliten und alte Nuklearraketensilos.
zusammen mit allem anderen, das uns helfen könnte. Wir haben ein paar Quantenverknüpfer auf die Kontinente verteilt. Aber sonst gibt es keine Kommunikation. Was ist mit den Ratsmitgliedern? Irgendein sinnvoller Ansatz? Ratsherrin Irissa ist kälter als ihr Vorgänger. Wenn sie die Hand an ihrer Kehle hat, drückt sie auch zu. Ischil, das könnte funktionieren. Sie denkt praktisch. Machiavelli würde erblassen, aber so sind die Dalatrassen eben. Es ist gut, dass Quentius mit ihnen gesprochen hat. Seine Heimatwelt ist am gefährdetsten und er sucht einen Ausweg. Das ist eine Gelegenheit. Mhm. Sie sind ein Citadel-Ratsherr. Haben Sie keine Option, wenn Sie derart blockiert werden? Nach der Zerstörung des Parlaments und ohne Shastri habe ich mehr Macht als je ein Mensch zuvor. Aber Sie sehen ja, wie wenig das bringt. Ich werde nicht lange ausgezählt bleiben. Ich weiß, ich kann Berge versetzen. Aber vergessen Sie nicht, dass wir jetzt Planeten versetzen sollen. Anderson wäre stolz, sofern Sie liefern können. Wie sieht es damit aus? Für einen Esel braucht man eine Karotte oder einen Stock. Und wir haben beides nicht. Unsere Armada flieht oder kämpft. Und ohne die Kombaken der Erde ist unsere Wirtschaft ein einziger Schuldschein. Aber überlassen Sie das mir. Ich hole aus unseren Kolonien raus, was geht, damit ich Hacketts Flotte reparieren und neu ausrüsten lassen kann. Und wenn würde ich die Karotte vorziehen, was den Esel angeht? Kannten Sie viele Menschen auf der Erde? Ja, an ihren sinnlosen Tod zu denken ist natürlich schrecklich. Aber mich hat am meisten Arcturus bewegt. Ich war mit den meisten Mitgliedern des Allianzparlaments per Du. Ich brauchte eine zweite VI nur, um die Geburtstage und Jubiläen zu verfolgen. Nicht wirklich wichtig, aber dass jetzt alles weg ist? Ich muss gehen. Ich werde hier sein. Gott, wie mein Aufnahmeprogramm gerade ausschlägt, nur weil ich mich bewegt habe. Okay, ich hatte eben gesagt, wegen Kaidan, dass wegen ihm hier, dass ich ihn haben will. Ich glaube, das ist völliger Quatsch, weil er ist ja frei. Das muss ja er entscheiden, wo er hingeht. Okay, dann... Commander Shepard, John Dimbau, Special Tactics and Recon. Ich habe Informationen, dass hochrangige Hanar-Beamte indoktriniert sein könnten. Das ist eine schwere Anschuldigung. Was haben Sie? Beweise für einen Angriff eines Allianz-Teams auf eine batarianische Forschungsstation, die Reaper-Technologie studiert hat. Die Batarianer hatten Reaper-Technologie? Der Angriff endete in einem Massaker. Und die Menschen hatten am Ende nichts. Ein Stromausfall sollte den Vorfall vertuschen. Es hätte Krieg gegeben, wenn die Batarianer es rausgefunden hätten. Aber wieso belastet das die Hanar? Sie unterhielten geheime Handelsbeziehungen zu den Batarianern und haben die Allianz zu der Station geführt. Wir vermuten, dass die Hanar-Agenten mit Batarianer-Tech entkommen sind. Laut ihren Berichten über die Reaper könnten sie bereits indoktriniert sein. Wer ist Ihre Quelle für das alles? Ein Waffenhändler. Donovan Hawk. Unangenehmer Kerl, aber die Daten waren es wert. Und was soll ich dabei tun? Der Hanar-Agent ist jetzt ein Diplomat auf der Citadel. Ich kenne seinen Namen nicht. Und bei einer offiziellen Anfrage wird er untertauchen. Wir jagen ihn also. Ich verfolge verdächtige Übertragungen zur Hanar-Heimatwelt. Sie könnten mir helfen. Mal sehen, was ich im Spectre-Büro rausfinden kann. Danke, Shepard. Und noch was. Nicht jeder hat ihre Sorge wegen der Reaper angezweifelt. Ich hoffe nur, es ist nicht zu spät. Ja, okay. Hanar-Diplomat. Eins nach dem anderen. Wir kommen hier sicherlich sowieso nochmal her. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Willkommen, Commander Shepard. Einen Moment, bitte. Ich glaube, der Wartebereich war nichts Großartiges, ne? Das weiß ich gar nicht. Ankunft in Andockbucht E24. Unterkünfte für Zivile. Sie können die Leute nicht abweisen. Doch, das können wir. Sagen Sie Ihren Freunden, sie sollen ihr Schiff aus der Andockbucht manövrieren. Warten Sie bitte. Meine Familie ist an Bord. Lassen Sie sie landen.
Ich bezahle auch dafür. Es geht nicht um Geld. Die Bezirke können keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen. Wir haben einfach keinen Platz. Vorhin haben sie Asari reingelassen. Da hatten wir noch Platz. Aha. Wo soll meine Familie denn hin? Können Sie nicht doch noch ein paar Leute mehr unterbringen, Officer? Und wer zum Teufel sind Sie? Oh, Commander Shepard. Wenn Sie dieser Ansicht sind, dann werde ich einen Platz für Sie finden. Meine Familie kann also andocken? Commander Shepard hat der Familie die Freigabe erteilt. Aber Sie sollen sich beeilen. Ich danke, Commander. Vielen Dank. Ja, bitte. Gott. Puh, okay. Dann, was gibt's denn hier? Oh Gott, was ist denn hier los? Kommt mir irgendwie so bekannt vor. Aber könnte auch täuschen. Jetzt habe ich die Asari aber noch gar nicht gefunden, ne? Die ich ja angeblich finden soll. Auf der Citadel. Hier ist nichts. Ah, okay. Wäre schon mal ein Ziel. Überprüfen wir mal die Medigel-Vorräte. Jawohl, Sir. Und haben wir schon was vom Krankenhaus gehört? Die Chirurgen dort sind alle... Was ist das denn? Bleiben Sie dran. Einige der Verwundeten haben nicht mehr viel Zeit. Modell 1.7 AGB, Commander Shepard. Sprechen Sie bitte einen Verkäufer an, damit er eine Demonstration für dieses Modell freischaltet. Verkäufer? Haben Sie eine Kopie einer Shepard VI? Meinen Sie die auf Basis der Kriegsheldin? Wir haben sie gesperrt, nachdem ein Kind Limonade über der Hardware verschüttet hatte. Ich schalte sie frei, aber lauffähig ist nur die Demo-Version. Okay. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Commander Shepard, Allianz Navy. Toll. Das Extranet sagt, Sie gehören zum Allianz-Militär. Passen Sie da draußen auf sich auf, Officer. Es gibt nichts, was diese Galaxie nicht besiegen kann, wenn wir alle zusammenhalten. Auf jeden Fall. Shepard. Was ist los? Der Rat nimmt unsere Verwundeten auf. Sie können sonst nirgends hin. Wie schlimm ist es? Mehr Tote als Verwundete. 85% Gefallen. Wir brauchen bald eine Leichenhalle. Reaper verursachen keine Fleischwunden. Ihr Leid lindern, so schlimm. Sind die Verluste so hoch? Unsere Fronteinheiten werden in Zugstärke auf einmal ausgelöscht. Ein einziger Reaper vernichtet 9 oder 10 mit einem Angriff. Das ist ein Gemetzel, kein Krieg. Die Reaper sind nicht umsonst so gefürchtet. Und wir wissen jetzt warum. Tun Sie Ihr Bestes für sie. Ein paar kommen sicher wieder auf die Beine, aber der Rest? Mehr als Mitgefühl haben wir nicht. Was Neues von Ihrer Familie? Nein, aber ich hoffe weiter. Was ist mit Ihnen? Auch erste Verschleißerscheinungen? Hat mich schon besser gefühlt. Ganz ehrlich, es war hart. Vergessen Sie bloß nicht, Luft zu holen. Der Krieg ist längst nicht vorbei. So, nochmal eben hier schauen und dann. Ja, dann gehen wir mal zu dem Typi hier. Wow. Arya hat nicht geflunkert. Der große Commander Shepard an einer Leine. Ich habe eigene Gründe für mein Hiersein, Voske. Aber natürlich. Wie auch immer, sagen Sie ihr, ich sei beeindruckt. Aber um Geschäfte zu machen, muss erst mein kleines Problem gelöst werden. Und das wäre? Ein turianischer General namens Oraka hat es auf die Blue Suns abgesehen. Er beschwert sich massiv über unsere Aktivitäten in diesem Sektor. Sobald Oraka tot ist, kann Arya über meine Leute verfügen. Sie glauben wirklich, ich würde einen turianischen General liquidieren?
Arya scheint es zu glauben. Warum hätte sie sie sonst hergeschickt? Sie kannte den Preis. Klären Sie das untereinander. Na toll. Und, sagen Sie Arya, dass ich immer noch mit ihrem blauen Hintern in meinem Bett rechne. Was gibt's denn, Shepard? Wussten Sie davon? Könnten Sie etwas präziser sein? Dana Voske erwartet, dass ich General Oraka töte. Wen interessiert, was Voske will? Oraka muss doch nur damit aufhören, seine Aktionen zu stören. Ich dachte, wenn Sie mit Oraka reden, können Sie ihn dazu bringen, dass er sich zurückzieht. Und wenn er nicht vernünftig wird, rufen Sie mich und ich kümmere mich darum. Ich sehe da keinen Unterschied. Der Unterschied ist, dass ich ihm die Chance gebe, sein Leben zu retten. Klar. Und warum haben Sie mir das nicht selbst gesagt? Weil Voske Sie persönlich sehen musste, um zu erkennen, mit wem er es zu tun hat. Außerdem könnte ich es nicht ertragen, wenn mir der Dreckskerl nochmal auf die Titten starrt. Dann würde ich ihn nämlich umbringen. Ja, er hat erwähnt, dass ich mit ihm schlafen werde. Wir haben alle unsere Wahnvorstellung. Okay. Ja, na dann. Ja, weiß ich auch nicht. Okay. Mal gucken, wie das hier endet. Dann war hier, glaube ich, nichts mehr erstmal, ne? Glaube ich zumindest. Ja, vielleicht gucke ich mich hier lieber nochmal um. Willkommen bei Batarian State Arms. Denkt an die Pfeiler der Sterne. Mhm. Alles lassen wir erstmal. Zeigt der Galaxie unsere Entschlossenheit. Ich weiß, dass euer Glaube geschwächt ist. Unsere Regierung ist gefallen. Gott. Aber wenn ihr die Pfeiler. Das ist ja alles quatscht. Okay. Dann. Hier war ich, glaube ich, schon. Jetzt wieder ab durch die Mitte. Willkommen, Commander. Einen Moment, bitte. Mhm. Ankunft in Anderbucht D24. So, dann müsste ich doch hier jetzt eigentlich Miranda finden, oder? Hoffe ich zumindest. Ja, mit unter anderem ein Grund, warum ich überhaupt hier bin. Hm. Und wo ist sie? Shepard. Da! Commander Shepard, es ist viel zu lange her. Wir leben in interessanten Zeiten. Ein bisschen zu interessant. Ich kam nicht bis zu Ihnen, als die Allianz Sie unter Arrest gehalten hatte. Vom Dienst suspendiert. Es war kompliziert. Das kann ich mir denken. Ich bin überrascht, dass es keinen Militärprozess gab. Die Allianz glänzt nicht gerade durch Flexibilität. Es ist nicht mehr wichtig. Shepard, wegen der Erde. Unzählige Menschen starben in wenigen Minuten. Die Reaper sind alles, was wir befürchtet hatten. Man hätte schon viel früher auf sie hören sollen. Es tut mir leid, Shepard. Und Sie? Was führt Sie hierher? Ich muss mit einigen Leuten reden. Wie Sie. Die Citadel ist ein guter Treffpunkt. Noch. Was hat die Allianz jetzt vor? Wir haben einen Plan. Ein Schuss ins Blaue. Wie üblich. Shepard? Es gibt da eine persönliche Sache, die ich erwähnen wollte. Worum geht es? Ich habe länger nichts von meiner Schwester Oriana gehört und mache mir Sorgen. Ihre Schwester? Ja. Ich will nicht überreagieren, aber nun, es passiert ziemlich viel. Ich dachte, sie wäre endgültig in Sicherheit. Ich auch. Vermutlich ist nichts, aber ich weiß einfach, dass mein Vater damit zu tun hat. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Alles, was für ihre Sicherheit sorgen sollte, ist nicht mehr erreichbar.
Kann ich dabei irgendwas tun? Ich weiß das zu schätzen, Shepard. Aber Sie sind beschäftigt. Wenn mir jemand eine Tür eintreten soll, rufe ich Sie an. Aber bis dahin komme ich zurecht. Okay, ich verstehe. Ich muss diese Sache klären. Das werden Sie. Cerberus, Ihr Vater, was haben Sie gemacht? Spuren auf der Citadel? Haben Sie den Unbekannten getroffen? Nur einmal. Er sagte, er habe gern mit mir zusammengearbeitet. Aber er musste das Problem eindämmen. Problem eindämmen? Klingt endgültig. War es fast auch. Er wird ungern abgewiesen. Stimmt, das mag er nicht. Warum glauben Sie, dass Ihr Vater etwas mit Oriannas Verschwinden zu tun hat? Ich habe meine Schwester überwacht und wusste immer, wo sie war. Dass sie einfach verschwindet, muss sein Werk sein. Ich wusste, dass er nichts unversucht lassen würde, um sie zu finden. Er hat nur noch sie. Ich habe eine Vermutung, was passiert ist, und sag's Ihnen, wenn ich sicher bin. Es ist lange her. Wie ist es Ihnen ergangen? Ich habe mich versteckt. Vor allem auf der Flucht zu sein, klingt romantischer, als es ist. Das wusste ich nicht. Schon okay. Wer Cerberus einfach so verlässt, muss eben mit Konsequenzen rechnen. Kann ich mir vorstellen. Sie sind gefährlich. Das bin ich. Ja. Falls Sie hier nach Spuren suchen, wer mit Cerberus zu tun hat, wird schwer zu finden sein. Ich weiß. Ein paar Leute schulden mir noch einen Gefallen. Jemand wird mir etwas über Oriana erzählen. Okay. Ich muss zurück an die Arbeit. Und ich sollte verschwinden. Vorsichtig sein. Ich verspreche nichts. Och, Menno. Ich krieg hier überhaupt gar keinen mit. Codex aktualisiert. Miranda Larsen. Ja, das ist schön. Ja. Toll. Okay, kriege ich denn hier irgendetwas auch noch zu Ende? Das ist ein bisschen frustrierend, der Besuch auf der Citadel, ehrlich gesagt. Wir können ja nochmal so durch die Decks gehen. Und einfach mal gucken, mit wem wir hier noch quatschen können. Damit wir wenigstens das eine oder andere abschließen können. Falls wir hier noch mit jemandem quatschen können. Die sind immer noch bei ihrem Trennungsgespräch. Ja, ja. Ist auch alles nicht so einfach, ne? Hallo. Ah, warte. Da unten war was. Aber wo? C-Sicherheitsassistent. Aber da war eben noch was. Da stand eben was anderes. Ich habe Kontakt mit Jonas Sedaris in ihrer Zelle. Sie können über diese Konsole mit ihr sprechen. Danke. Wir brauchen Privatsphäre. Natürlich. Sie können danach auch Commander Bailey über dieses Terminal erreichen. Mhm. Okay. Das ist übrigens eine Sache, die wir jetzt schon mal erledigen können. Wer spioniert da jetzt wieder? Ich sehe schon. Gut. Arias Zwangsarbeiterin bringt mich endlich in die Freiheit. Ich möchte vor der Freilassung noch mit Ihnen reden. Blödsinn. Sie haben keine Wahl. Und wenn ich draußen bin, rollen Köpfe. Oh ja. Sie haben viele meiner Leute getötet. Das habe ich nicht vergessen. Das Leben geht weiter. Natürlich. Sobald meine Feinde alle tot sind. Erstklassig, oder? Sogar hier drin müssen sie mit mir verhandeln, weil ich die Macht habe. Ach, wirklich? Ja.
Sein Stellvertreter Sane ist eine willensschwache Kröte. Hätte er Eier, würde er selbst die Kontrolle übernehmen. Aber er widersetzt sich nicht. Er weiß es besser. Holen Sie mich jetzt raus, Shepard. Bailey soll mich freilassen. Bailey, ich war bei Sedaris. Sie ist verrückt, oder? Es wäre hirnrissig, sie rauszulassen. Ach, scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ganz ehrlich, ich würde sie auch nicht rauslassen. Ist so. Sie ist eine Bedrohung. Ich versuche nur, das Problem zu lösen. Klingt gut. Ich mache nichts, bis ich von Ihnen höre. Schauen wir mal. Vielleicht geht das ja noch irgendwie anders. Weil selbst wenn sie zumindest bei den Reapern alle mitziehen, das, ja, wenn das Problem dann gelöst ist, wer weiß, was für Probleme die dann machen. Ich weiß es nicht. Ich denke ich da jetzt auch verquer, keine Ahnung. Alle Einnahmen von heute kommen den koreanischen Joker können wir nicht mehr quatschen. Habe ich das mit der Asari irgendwie falsch verstanden? Commander Shepard. General Oraka, wir kennen uns aus Koras Nest. Ich glaube, es ging Ihnen nicht besonders. Bis auf vor meiner Pensionierung. Ich bin jetzt trocken und wieder im Dienst. Sie sollen gegen die Blue Suns vorgehen. Ich muss meinen Teil für die Citadel tun. Die Blue Suns überfallen Waffenlieferungen an C-Sicherheit. Ich werde das beenden. Diese Söldner gefährden die Verteidigung der Citadel, falls der Krieg bis hierher kommt. Wenn der Krieg hierher kommt. Es gibt auch andere Quellen für Waffen, General. Hab ich alles versucht. Es gibt einen Schwarzmarkthändler auf der Citadel, aber der verkauft seine besten Waffen nicht. Die Reaper vernichten alles auf ihrem Weg und ich kann sie nicht aufhalten. Aber ich kann die Blue Suns aufhalten. Mal sehen, was ich für sie tun kann. Freut mich, dass Sie helfen. Falls es nicht klappt, habe ich schon einen Aktionsplan. Okay. Also Waffen für ihn besorgen. Das ist leer. Wieso können wir Liara eigentlich noch anquatschen? Fällt mir gerade so auf. Aber irgendwas war hier noch eben, als ich da hochgegangen bin. Wurde irgendetwas angezeigt. Ja, hier. Was ist das? Nar oder Nari? Schnell, Hände auf den Rücken. Sie werden gleich hier sein. Wovon zum Teufel reden Sie denn da? Von Krieg, dem Bloodpack-Anführer. Wenn Arya ihm Shepard bringt, stehen seine Leute unter ihrem Befehl. Wir locken ihn nur raus, damit wir ihn ausschalten können. Kein guter Anfang für eine Freundschaft. Er kommt. Nehmen Sie die Hände auf den Rücken und tun Sie so, als hätte ich Sie verprügelt oder so. Bitte was? Bitte was? Bitte was? Keine Ahnung. Ich werde Ihnen trauen. Ich töte Sie, wenn Sie lügen. Ja, ich werde ihnen trauen, finde ich ehrlich gesagt ziemlich naiv. Ich töte sie, finde ich, ein bisschen makaber. Gibt es da nicht noch eine andere Lösung? Ach, machen wir sie eben so. Sie sollten mich nicht hintergehen. Ruhe! Ah, Arya Tilok ist mächtiger, als Creed dachte. Erst ihre Anweisungen, unbemerkt auf die Citadel zu kommen. Und jetzt das. Doch, Commander Shepard. Nur damit sie es wissen. Ihr Kopf wird die Kühlerfigur meines Privatshuttles. Halten Sie Abstand, Creed, und erfüllen Sie Arias Bedingungen? Arr, absolut. Arya kann Bloodpack nach Belieben einsetzen. Mit Ihnen habe ich nicht geredet. Will? Was? Sie haben mein Wort. Feuer frei! Nicht ihn,
Grill soll die Führung übernehmen. Er ist Arias Dealpartner. Ja! Ja! Ich bin Arias Maulwurf, Shepard. Das alte Spiel. Eine Hand wäscht die andere. Kleiner Rat. Hintergehen Sie Aria nicht. Ich bin ehrgeizig, aber nicht verrückt. Aha. Gute Arbeit, Nal. Danke für die Waffe. Jederzeit. Grill und ich sagen Aria, dass wir grünes Licht haben. Mhm. Oh Gott, was habe ich jetzt alles gekriegt? Terminusflotte. Okay. Müssen wir noch das Waffenproblem lösen. Aber das mache ich nicht mehr in diesem Part. Ich werde hier jetzt beenden. Und dann gucken wir uns hier im nächsten Part. Ich glaube, im nächsten Part sprechen wir mit Aria. Ja, genau. Können wir schon mal hin. Willkommen, Commander. Einen Moment bitte. Jo. Einen Moment bitte. Und da sind wir auch schon. Gut, dann danke ich erstmal fürs Zusehen. räuspern ich mich nochmal. Und dann, wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.